Viele von euch kennen ihn sicher, den Großglockner. Die meisten wissen, dass er zu den höchsten Bergen der Ostalpen gehört und der höchste Berg Österreichs ist. Deshalb blicken wir heute in eine Geschichte und auf spannende Fakten, die ihr vermutlich noch nicht kennt. Willkommen zu Berge im Porträt, der Großglockner. Der Großglockner. Er steht mit 3798 Metern in Österreich und bildet als Grenzberg die Grenze zwischen den Bundesländern Kärnten und Tirol, genauer gesagt Osttirol. Dort steht er tatsächlich in guter Gesellschaft der hohen Berge, denn er steht im Gebirgsraum der Hohen Tauern. Nahe dem Großglockner ragen also auch noch diverse andere hohe 3000er wie das Wiesbachhorn, das Kitzsteinhorn, der Johannesberg oder der Fuscherkarkopf in die Höhe. Seine eindrucksvolle Höhe und die bekannten Nachbarn sorgten aber dafür, dass er eine eigene Gebirgsgruppe, die Glocknergruppe, erhalten hat. Eindrucksvoll ist der Großglockner aber jedenfalls nicht nur aufgrund seiner Höhe. Ganz sicher nicht. Denn schon in Zeiten, in denen die exakte Höhenmessung im heutigen Stil nicht ansatzweise möglich war, war der Großglockner schon ein wahrer Hingucker und Erkundungsmagnet. Um die Erstbesteigung des Großglockners und damit auch seine geschichtlich enorm große Bedeutung also fassen zu können, müssen wir nicht nur weit, sondern unglaublich weit in die Vergangenheit zurück. In eine Zeit, in der ich euch höchstens Zeichnungen, aber sicher keine Bilder zeigen kann. Einen Forscher namens Hackett, er war 1739 in Frankreich geboren, verschlug es in die Ostalpen zur Naturforschung. Und da entdeckte er 1779 den Großglockner. Dieser war bis zu diesem Zeitpunkt in seiner Höhe noch nicht eingeschätzt worden. Er schätzte ihn aber auf 3793 Meter. 1799, nur 20 Jahre später, sollten schon die ersten Pläne für die Erstbesteigung entwickelt werden. Natürlich, ein Mont Blanc war zu diesem Zeitpunkt zwar schon erst bestiegen, aber dennoch bewegen wir uns in einer Zeit, in der erst wenige Berge in den Alpen überhaupt bestiegen wurden. Franz II., Xaver von Salm-Reifferscheid-Krautheim, auf gut Deutsch Adelige, aus dem heutigen Osten Österreichs, wurden Ende des 18. Jahrhunderts nach Kärnten berufen, um dort als Fürstbischof zu walten. Weil er von der Besteigung des Mont Blancs wusste, sollte er es auch auf den Großglockner gehen. Der Großglockner, damals übrigens noch so geschrieben, war aber alles andere als eine Tages- oder Zweitagestour. Hier war im Jahr 1799 eine wahre Expedition mit viel Vorbereitung, Planung und Ortskundigen notwendig, um auch nur einen Fuß auf den Berg zu setzen. Die Geistlichen Sigismund Ernst Hohenwart und Franz Xaver Freiherr von Wulfen, ja, ihr seht schon, Bergsteigen war im 18. Jahrhundert wirklich sehr adelig, sollten sich gemeinsam mit zwei Bauern aus heiligem Blut an den Berg machen. Beiden Geistlichen war der Berg nicht fremd, denn sie versuchten schon Jahre zuvor, den Berg erstmals zu vermessen und zu erkunden. Die beiden Bauern, auch die zwei Glockner genannt, sollten jedoch für die notwendige Infrastruktur sorgen, um die 30 Expeditionsteilnehmer sicher und mit guten Chancen nach oben führen zu können. Sie errichteten daher die heutige Salmhütte nahe des Leiterbachs im Süd-Südosten des Glockners und sollten außerdem für die Auftraggeber einen Weg auf den Großglockner suchen. So erkundeten sie erstmals das Leiterkees, welches damals noch ein gewaltiger Gletscher war. Bei ihren Erkundungen schafften sie es letztlich über das Glocknerleitl, dazu gleich nochmal mehr, bis zum Gipfel des Kleinglockners. Zumindest vermutet man das, denn ob sie es wirklich auf die Spitze schafften, das konnten sie nicht ganz gestehen, da ihre Auftraggeber bei der Erkundung ja nicht dabei waren. So schafften es aber letztlich drei Tage später Hohenwart, die Glockner und zwei weitere Führer auf den Gipfel des Kleinglockners. Überliefert ist aber interessanterweise, dass die Geistlichen später in ihren Dokumentationen angaben, auch die zweite Spitze, den Großglockner, erreicht zu haben. Der erste Versuch von billigem Gipfelbuchtuning könnte sein, denn Belege für die Besteigung des zweiten Gipfels gab es letztlich keine und unschlüssig ist auch die Folge dieser aufwendigen Expedition, denn für das nächste Jahr wurde bereits die nächste Expedition geplant. Noch mehr Personen sollten daran beteiligt sein, noch mehr logistisch den Gipfelerfolg garantieren und noch mehr erfahrene Bergsteiger daran teilhaben. Für einen bereits bestiegenen Berg wäre das schlichtweg überflüssig gewesen. Doch sei es wie es gewesen ist, unter den erfahrenen Bergsteigern ein bekannter Name: Valentin Stanitsch. Ihn kennen wir nämlich schon aus dem Watzmann-Video, das ihr hier oben rechts nochmal nachschauen könnt. Die wichtigsten Personen bei dieser Expedition waren aber wieder einmal die vier Bauern. Denn die vier Männer aus Heiligenblut schafften es tatsächlich als erste Menschen auf den Großglockner, um diesen so abzusichern, dass auch die Herren auf den Berg gelangen konnten. Während der eigentliche Gipfeltrupp am Kleinglockner ausharrte, gelang den Bauern Großartiges.
Der äußerst anspruchsvolle Weg und Übergang zwischen Kleinglockner und Großglockner konnte so abgesichert werden, dass ein Fortkommen auch für weniger geübte Alpinisten möglich war und sie so den Pfarrer Hautzendorfer auf den Großglockner führen konnten. Am 28. Juli war damit die Erstbesteigung vollbracht. Nach offizieller Denkweise war Hautzendorfer damit der Erstbesteiger des Großglockners. Aber das auch nur, weil Erstbesteigungen damals nur von Herren auch wirklich gezählt haben. Doch da wir dieser Zeit dankbarerweise schon lange entflohen sind, kann man heute zu Recht sagen, dass die Erstbesteiger des Großglockners jedenfalls Locals vor Ort waren und tatsächlich stets am Fuße des Bergs lebten, den sie dann letztlich eines Tages auch wirklich erst besteigen konnten. Da die Herren jedoch den höchsten Wert bei der Expedition hatten, sind die Namen der echten Erstbesteiger leider nicht wirklich bekannt. Alles in allem muss man die Erstbesteigung des Großglockners also auch kritisch betrachten. Sie ist geschichtlich eine gute Erinnerung dafür, dass zum einen heute einfache Touren, früher alpinistische Missionen waren, die äußerst gut strukturiert und durchdacht angegangen wurden. Zum anderen aber auch klar ist, dass Adelstand und Bauernstand und die Prestige und der Ruhm der Herren ein wichtiger Faktor in der Habsburger Monarchie waren und die Menschen, die große Leistungen erbrachten, es oftmals nicht mal wert waren, namentlich erwähnt zu werden. Ein geschichtliches Armutszeugnis manifestiert in der Erstbesteigung des höchsten Bergs Österreichs, könnte man sagen. Über 50 Jahre lang passierte dann aber herzlich wenig am Großglockner. Das monarchische Ziel war erreicht und der Mann von Welt hatte da oben sowieso nichts verloren. So kam es erst Mitte des 19. Jahrhunderts, also rund 50 Jahre später, erst wieder zu wichtigen Ereignissen am Berg. Heiligenblut war der Ausgangspunkt für die wenigen Besteigungen und nutzte auch die Lage unter dem Großglockner für Tourismus und damit auch die Wirtschaft. So konnten sich viele Menschen einen Aufenthalt in Heiligenblut über kurz oder lang nicht mehr leisten, sodass es nach Karls ging, um dort einen neuen Aufstiegsweg zu finden. Und tatsächlich, einem weiteren bekannten Namen gelang genau das, Julius Payer. Denn nicht nur am Ortler sollte er eine wichtige Rolle spielen. Payer entdeckte 1863 nämlich einen soliden Übergang vom Köthnitzkees zum Glocknerleitl. Dieser Steig ermöglichte einen kurzen und effizienten Zustieg zum Berg. Gleichzeitig war dieser Weg relativ einfach. So setzte er sich letztlich als der neue Normalweg durch und ist heute besser bekannt als der alte Kalserweg. Wer also auf den Spuren von Julius Payer unterwegs sein will, sollte sich diesen Weg vornehmen. Warum das Ganze aber vielleicht eine nicht so gute Idee sein könnte, dazu nächste Woche dann mehr. Denn während der alte Kalserweg und der Aufstieg über Heiligenblut letztlich immer beliebter wurde, wollte auch der Kaufmann Johann Stüdel ein Wort mitreden, sodass er mit eigenen Mitteln die nach ihm benannte Stüdelhütte errichten ließ und in Kals eine Bergführerorganisation auch gründete. Die Kalser Bergführer wurden nun neu ausgerichtet und auf den Tourismus fokussiert. Die Stüdelhütte bildete den idealen Ausgangspunkt für eine Tour auf den Großglockner und vor allem mit dem Aufstieg über den Stüdelgrat. Doch auch von der Seite Heiligenbluts entdeckte man immer wieder komplett neue Wege. Der Großglockner war im 19. Jahrhundert also mehr als nur belebt und spannend. Dabei ging es natürlich um die Entdeckung der Möglichkeiten am höchsten Berg Österreichs, aber vorrangig war es auch ein Kampf um Wirtschaftsfaktoren, Tourismus und auch die nationale Bekanntheit. Diese Interessenskonflikte trugen sich letztlich bis ins 20. Jahrhundert und führten dazu, dass immer gezielter Touristen und mögliche Hobbybergsteiger auf den Großglockner gebracht werden sollten. Vor allem in Kals entwickelte sich damit eine Kultur, die bis heute ziemlich außergewöhnlich ist. Nirgendwo in Österreich findet man eine so hohe Dichte an spezialisierten Bergführern pro 1000 Einwohner wie in Kals am Großglockner. Die meisten Menschen der Region lebten schon damals vor allem vom Tourismus und dem Führen auf den höchsten Berg. Zufall war das alles natürlich nicht. Über geschickte Mund-zu-Mund-Propaganda, faszinierende Sagen und Erzählungen, aber auch schon sehr schönen Bildern und Gemälden vom Großglockner entstand schon im Anfang des 20. Jahrhunderts etwas, was man heute vielleicht Hype nennen würde. Doch der Großglockner wird nicht nur durch die Geschichte geprägt, er wird vor allem durch eine besondere Gegenwart geprägt. Denn die neu erschlossenen Wege im Laufe des 20. Jahrhunderts sollten über die Zeit den Großglockner völlig neu ausrichten und einzigartig machen. Der Großglockner wird geprägt von extremsten Routen, einem einzigartigen Gipfelkreuz, einer besonders eindrücklichen Umgebung und auch einem Ansturm, der tatsächlich eine Mischung aus neuem Trend und auch alter Tradition ist. Und wie das alles aussieht, das sehen wir uns nächste Woche an, bei Teil 2 der Berge im Porträt der Großglockner. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghalt!